Hauptmänner sind eine der vergessenen Einheiten in Siedler 4. Das fängt schon damit an, dass das Spiel ihre Fähigkeiten nur sehr vage beschreibt. Hauptmänner sollen die Fähigkeit besitzen, eine Gruppe zu befehligen und ihre Moral zu stärken. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Was ihre Werte angeht, sind Hauptmänner minimal stärkere Level 3 Schwertkämpfer, die sich langsamer bewegen und die nicht in der Lage sind, Türme zu erobern. Was euch das Spiel verschweigt ist, dass Hauptmänner als einzige Infanterieeinheit einen Rüstungswert besitzen. Diese reduziert allen eingehenden Schaden um einen festen Wert, im Falle der Hauptmänner um 2 pro Angriff, aber nicht unter 1. Da es sich um einen festen Wert handelt, ist dieser Schutz in erster Linie gegen Einheiten mit geringem Schadenswert pro Angriff effektiv, also besonders Blasrohrschützen, Sanitäter und schwächere Bogenschützen, hat aber wenig Wirkung gegen Einheiten wie Schwert- oder Axtkämpfer. Darüber hinaus führen Hauptmänner automatisch Soldaten an, die zu ihrer Gruppe gehören. Hauptmänner übernehmen da die Führung, was leider schon zu zwei der Probleme mit dieser Einheit führt. Zum einen haben solche Truppen Schwierigkeiten, enge Passagen zu durchqueren, da eure Soldaten beim Hauptmann und der Hauptmann bei den Soldaten bleiben will. Zum anderen bedeutet das, dass Hauptmänner das erste Angriffsziel sind und mit ihrem Tod wird jeder Bonus hinfällig. Der Bonus äußert sich als erhöhte Kampfmoral. Nun muss ich leider sagen, dass es echt nicht leicht ist, diesen Bonus sauber zu testen, da Hauptmänner und Soldaten, die zu einer Gruppe gehören, manuell getrennt werden müssen. Einige Tests, die ich vor Monaten mal durchgeführt habe, deuteten außerdem darauf hin, dass der Buff eines Hauptmannes nur funktioniert, wenn er seine Truppe erreichen könnte. Ihr könnt ihn also nicht auf einer anderen Insel parken. Abgesehen davon führt das auch dazu, dass eure Armee alle zwei Schritte stehen bleibt. Aber ich konnte Folgendes beobachten. Erstens, der Bonus liegt bei 10% und kann modifiziert werden. Er ist aber multiplikativ, heißt, wenn eure Kampfkraft bei 50% liegt, bekommt ihr 5%. Zweitens, es wird die offensive Kampfkraft multipliziert. Defensive Kampfkraft kann indirekt davon profitieren, aber selbst dann auch nur im halben Umfang. Würde eure offensive Kampfkraft bei 100% liegen, käme die gebuffte Truppe auf 100% offensive und 105% defensive Kampfkraft. Verteidiger profitieren also wenig bis gar nicht von Hauptmännern. Drittens, Hauptmänner scheinen keine Wirkung zu haben, wenn die Kampfkraft des Spielers per Skript festgelegt wurde. Noch dazu erhöhen sie die Kampfkraft nicht über das Limit von 150 bzw. 125%. Wenn ihr also in Zielobjekte investiert habt, was ihr auf jeden Fall tun solltet, sind Hauptmänner auch in dieser Hinsicht nutzlos. Viertens, in meinen Tests profitierten Bogenschützen nicht von dem Hauptmann-Buff. Wie es mit den Spezialeinheiten aussieht, habe ich nicht mehr getestet, da es wie gesagt sehr umständlich ist. Aber da Bogenschützen im Kampf gegen Infanterie dominieren, ist es schon unverzeihlich, dass sie ausgenommen sind. Wir haben also eine Einheit, die mit Schwert, Rüstung und 3 Goldbarren die teuerste im Spiel ist, einen großen Teil eurer Armee nicht buffen kann, deren Steuerung je nach Terrain erschwert, wahrscheinlich als einer der ersten stirbt und keinen Ersatz für C-Objekte darstellt. Ich fürchte, kein Buff der Welt kann diese Einheit retten.